Hallo und herzlich willkommen zu einem neuen Video. Heute schauen wir uns den S-Verweis im Microsoft Excel an. Es gibt dann auch noch einen W-Verweis, das machen wir bei einem anderen Video, ist aber auch auf meinem Kanal zu finden, wenn es dich interessiert. Der S-Verweis ist ziemlich gefürchtet, aber es ist eines der meistbenutzten Funktionen in Excel und es kann relativ viel und es ist relativ einfach und du wirst es auch verstehen, nachdem wir mit dem Video fertig sind. Wir haben hier eine Tabelle auf der linken Seite, wo ganz viele unterschiedliche Pflanzen stehen, mit einer Nummer davor und dahinter ein Preis. Und wir möchten das jetzt einmal durchkalkulieren. Wir sehen hier sind die Nummer der Pflanzen, die mit dem da drüben korrespondieren. Das heißt, wir könnten jetzt im Grunde reinschreiben, okay, 1 ist das Felderhorn, die 7 ist die Säuleneibe und so weiter und so fort. Wenn ich jetzt aber zum Beispiel die Nummer hier ändere, dann ändert sich das nicht mit. Wir müssen das jedes Mal händisch machen und das ist natürlich in Excel absolut sinnlos. Deswegen ist das ein perfekter Ort, um einen S-Verweis zu machen, weil wir eben aus einer Tabelle mit viel Daten einen spezifischen Text suchen und den hier super ausgeben können. Deswegen starten wir einfach mal hier oben mit ist gleich S-Verweis. Dann brauchen wir als erstes ein Suchkriterium. Das Suchkriterium ist immer das, wo wir den speziellen Wert suchen, in dem Fall die 1. Dann brauchen wir eine Matrix. Eine Matrix besteht immer aus mehreren Zeilen und Spalten. Das heißt, das kann hier nichts sein, weil hier sind maximal ein paar Werte. Das heißt, wir suchen irgendwas, wo viel steht. Das ist meistens eben die ursprüngliche Tabelle oder die ursprüngliche Matrix eben. Wir markieren jetzt einfach einmal alles und stellen das absolut mit F4. Und dann wieder Strichpunkt. Jetzt haben wir einen Spaltenindex. Da wird es ein bisschen trickier. Jetzt suchen wir die Spalte, in der dann Wert steht, der ausgegeben werden soll, der mit diesem Wert korrespondiert, also mit ihm gleichgestellt ist. Bei der 1 wäre das eben das Felderhorn und da steht in der Spalte 2. Warum in der Spalte 2? Wir haben ja Kalkulation, wir haben die Matrix von A bis E. Das heißt, wir haben 1, 2, 3, 4, 5. 5 Spalten. Und in der zweiten Spalte steht eben der Wert, den wir ausgeben wollen. Deswegen kommt hier die 2 rein. Und dann können wir noch schauen, ungefähr oder genaue Übereinstimmung. Die genaue Übereinstimmung ist meistens das Beste. Das heißt, da schreiben wir noch einmal falsch rein und dann können wir Enter drücken. Und dann kommt auch schon Felderhorn raus. Dann Doppelklick, dann wird das nach unten kopiert und dann funktioniert das auch schon. Wenn ich jetzt 7 eingib, dann steht da auch wieder Säuleneibe. Jetzt wollen wir noch die Art herausfinden. Das machen wir jetzt, indem wir als ursprünglichen Suchwert diesen Wert, wie Felderhorn zum Beispiel, nutzen. Jetzt haben wir nämlich folgendes Problem. Als Suchkriterium nehmen wir das Felderhorn, dann nehmen wir wieder dieselbe Matrix, weil wir haben ja natürlich wieder dieselben Ausgangsdaten, machen wieder F4 und Spaltenindex ist jetzt 1, 2, 3, 4. 4, falsch. Und jetzt bekommen wir einen Fehler. Was ist der Fehler? Das Problem bei S-Verweis, oder es ist kein Problem, aber man muss es auf jeden Fall wissen, ist, dass er immer in der ersten Spalte sucht nach dem Suchkriterium. Das heißt, wenn unser Suchkriterium Felderhorn ist und er sucht in A bis E, sucht er immer automatisch in der ersten Spalte der Matrix. Das heißt, in diesem Fall in A. Und in A steht natürlich nirgends Felderhorn, deswegen gibt er uns einen Fehler aus. In dem Fall müssen wir jetzt die Spalten bei B beginnen lassen, damit in der ersten Spalte die richtigen Werte stehen. In dem Fall zum Beispiel Felderhorn. Wenn wir wieder nach der Nummer gesucht hätten, dann hätte das funktioniert, aber so natürlich nicht. Wenn wir jetzt Enter drücken, kommt natürlich der Preis raus, weil die vierte Spalte jetzt 1, 2, 3, 4 der Preis ist. Und da gehen wir jetzt eben auf die Spalte 3, um die Art rauszukriegen. Ziehen wir wieder nach unten und es hat wieder funktioniert. Wichtig ist noch anzumerken, dass bei S-Verweis geht er immer von oben nach unten. Das heißt, wenn er hier die 1 stehen hat, dann fängt er mit seiner Tabelle hier in der ersten Zeile an und geht immer weiter nach unten. Das bedeutet, wenn hier unten nochmal 1 steht, mit zum Beispiel der Smaragdhuhe, probieren wir es mal aus, dann steht hier trotzdem Felderhorn drin, weil er eben schon in der ersten Zeile es gefunden hat, was mit der Nummer 1 korrespondiert und deswegen sucht er gar nicht mehr weiter, das heißt, er wird die 1 da unten nie finden. Das heißt, wenn in einer Tabelle mehrmals derselbe Wert der Suchfunktion vorkommt, dann wird er immer den in der Tabelle
ersten vorkommenden Wert nutzen. Das war jetzt viel Information auf einmal, aber das war alles, was die S-Funktion bzw. der S-Verweis kann. Falls dir das Video gefallen hat, würde ich mich über ein Like oder ein Abo freuen. Falls es noch Fragen gibt, bitte unten in die Kommentare und ansonsten sehen wir uns im nächsten Video wieder, vielleicht sogar im W-Verweis. Das ist nämlich dasselbe, nur umgedreht. Mehr verrate ich nicht. Wir sehen uns im nächsten Video. Ciao.